Naja, dann wollen wir jetzt zurück zu dem Arsch. Das Problem ist bloß, das könnte eine Geschichte werden. Wie gesagt, ich erwähne ja ständig irgendwie San Andreas. Es ist halt mein... Willst du mich verarschen, Junge? Was sollen die Ficke, Mann? Nimm mal das Taxi. Sag mal, kannst du mich auch mal... Willst du mich verarschen? Kannst du mich auch mal in Ruhe lassen, du Arsch? Was habe ich denn hier getan, Mann? Toll. Gut, bei der Mission wird mir meine kugelsichere Weste sowieso nicht großartig weiterhelfen. Haben wir hier vielleicht mal... Irgendein Fahrzeug, bitte? Ja, bleib stehen. Dankeschön. So, jetzt aber weg hier von dem Assis. Ist das ein guter... Lol, ja, natürlich fahre ich hier in eine Sackgasse rein. Nee, was soll ich sagen? Achso, ja, wegen Missland. Ja, ist halt mein Lieblings-GTA. Wird es wahrscheinlich auch bleiben. Kommt natürlich darauf an, wenn GTA 6 irgendwann rauskommt, ob da die Story irgendwie besser ist. Also, wie gesagt, bei 5, was heißt wie gesagt, bei 5 war, hat mich das ja nicht so gecatcht, muss ich sagen. Leider, leider. Ne? So. Vielleicht lag es auch an den Charakteren, keine Ahnung. Das ist aber so, dass wir da auch ein oder zwei von solchen Missionen hatten. Ich bin da Gott sei Dank ganz gut durchgekommen, aber ich hatte da halt immer meine Probleme mit, wenn wir so eine Geschichten haben, wo wir eigentlich immer nur schießen müssen und meistens geht das Fahrzeug dann in den Arsch und jetzt ist es so nur explodiert. Also ich weiß nicht, ob da was gerade eben passiert ist, ob da das direkt neben uns explodiert ist. Zumindest sah es irgendwie so aus. Was halt ein bisschen komisch ist. Naja. Aber vielleicht habe ich ja Glück im zweiten Anlauf, dass das dann alles ein bisschen geschmeidiger geht. Der hat aber eine schnittige Karre, unser Freund. Ja, die war schon ein paar... Boah, warte, die war schon ein paar Mal gefahren sind. Warum können die sich nicht so eine richtig geile Karre, die ich mir zwischendurch mal ausgeliehen habe, die ich halt bei keiner Mission benutzen durfte, wo das Handling mal ein bisschen besser ist. Das wäre doch mal eine schöne Geschichte. Okay, Vater. So, hier rum. Hier rum. Die Karre meine ich. Wäre doch viel nicer gewesen. Obwohl es, glaube ich, im letzten Abschnitt sogar noch geilere Karren gab. Aber ich bin mir ehrlich gesagt nicht so ganz sicher, oder? So. Ja, natürlich habe ich gleich wieder einen Stern. Ja. Ich schieße, ich weiß. So, und der eine da hinten noch, ne? Ne, die beiden da hinten noch. Na toll. So, tschüss, mein Junge. Wir steigen wieder ins Auto und die ganze Ficke geht wieder von vorne los. Okay. Shit. Funktioniert schon mal super. Ja, Mann, ich bin schon dabei. So. Bin weg. Der ist weg. Hä, warum geht das jetzt auf immer so gut? Warum geht das jetzt auf immer so gut? Warum haben wir so viel Ruhe? Augen geradeaus, hat er gesagt. Soll das so? Ich meine, das ist ja von Original Harddisk. Und da hatte ich, wollte gerade sagen, hatte ich eigentlich nie Probleme, großartig mit Bugs gehabt. Der Hubschrauber, ne? Der Hubschrauber, wo ist der scheiß Hubschrauber? Da hinten. Komm schon. Du willst jetzt nicht sagen, du bist irgendwo gegengefahren und kommst jetzt nicht weiter.
Ach, wir sind schon da. Okay. Das war auch einfach. Shit, this is getting too high profile. I gotta make myself scarce. See you around, Tony. Okay. Warte. Ah, nee, warte. So. Es ist gesünder. Ist gesünder. Hört doch mal auf mich zu ballern, Mann. Oh, warte. Der bleibt stehen. Bleib mal. Bleib weiter stehen. Bleib weiter stehen. Bleib weiter stehen. Das. Keine Ahnung, warum das jetzt so easy peasy ging. Aber wir waren halt relativ zeitig da gewesen. Der scheiß Hubsch. Also, ich weiß nicht, ob er. Weil ich so früh alle weggeballert habe, ob er dann eine kürzere Route gefahren ist. Aber es hat sich ehrlich gesagt nicht so angefühlt. Oder haben die auf uns geschossen vorhin und deshalb unsere Karre hochgegangen? Die wollten eben ja nochmal auf die Eier gehen. Warte, war da was Richtung Salvatore? Ja, war's. Strange. Also, pff. Ich meine, ich muss jetzt nicht kümmern. Schön, dass wir das gleich so schön abschließen konnten. So, einen wunderschönen guten Tag. Sie sind doch bestimmt mein Herrenausstatter, ne? Der Herrenausstatter meiner Wahl. So, jetzt können wir nämlich auch wieder. So. Man kann nie genug Munition haben. Wisst ihr, was die letzte Mission für ein Scheiß sein könnte? Boah, unendlich viel davon brauchen gefühlt. Und hoffentlich auch immer genug Westen kriegen. Ja, natürlich bin ich schon wieder dran vorbeigejuchtelt. So, trautes Heim, Glück allein, speichern auch allein. Ich weiß langsam nicht mehr, was ich sagen würde. Das ist nämlich ein bisschen das Problem. Man merkt es, glaube ich, auch. Deswegen, ich würde mal sagen, das wird hier für heute zumindest die letzte Aufnahme sein. Die letzte Folge in der Aufnahme sein. Ich habe das heute ein bisschen unterteilt. Und das ist jetzt, glaube ich, die 9. Folge. Aber es bockt halt irgendwie, ne? Was aber auch gut ist, dadurch, dass ich ja mal seit längerem schon wieder vorhatte, nach Assassin's Creed 3 hatten wir, glaube ich, bei meinem dritten Projekt der Serie weiterzumachen. Sprich, oh Gott, wie heißt das jetzt nochmal? Metal Gear. Ne? Ist dann ganz günstig eigentlich. So, mal gucken, was er jetzt wieder hat. Ja, die Party. You took your time, Tony. You say jump, I say screw you. Cute. Now listen. The Yardies have their greedy eyes on Pharrell Turf in Newport. Get over there and lure the Ferrelli soldiers down to the hospital in Rockford. The Yardies will be waiting for him. And what's in this for you? I owe him. Catch you later. Das ist gut zu wissen. Meine Ka... Na, okay, nehmen wir die hier. Schuldet er uns eigentlich irgendwann auch mal was? Bloß mal so... doof nachgefragt? Na super. Ich meine, so viel Scheiß, wie wir ihm hier einen Gefallen tun, ne? Möchte man doch eigentlich meinen, Alter, ich sehe nichts. Oh ja, natürlich muss ich... Warum muss ich mit diesem Knatterbalken hier rumfahren? Aber ich bin jetzt doch ehrlich gesagt zu faul, weil ich ja eh noch ein anderes Moped mir klauen muss. Umzusteigen. Vielleicht kann ich damit ja schon mal ein bisschen üben. Das wird hoffentlich ein bisschen schneller sein, ne? So eine kleine Taschenrakete. So, wo... ungünstig. Auch ungünstig. Töte keinen von denen. Ja, ist die Karre. Ich wollte gerade sagen, ist die Karre wenigstens gleich wieder am Arsch? Warte. Darf ich da nicht zu schnell fahren? Ich weiß es nicht. Kommen die automatisch hinterher?
Ich hoffe, die kommen auch so hinterher. Jo, jo, die sind am Start, die sind am Start. Nein! Oh. Warum zum Fick muss das jetzt in der Ecke da stehen, Mann? Alter! Wie scheiße war das gerade eingekeilt? Wo ist das verfickte Krankenhaus hier? Und warum müsste es hier andere Verkehrsteilnehmer gehen? Gehen. Boah, na. Oh. Leck mich doch fett. Okay, noch ein bisschen Gesundheit haben wir noch. Alter, wo ist denn dieses Scheiß. Willst du mich verarschen? Gut, wir sind gleich da. Hilfe. Und ich muss es noch erledigen, wetten? Yeah, come on, let's take it to him. Sag ich doch, ich muss die noch erledigen. Okay, das war einfach. Das war wirklich mal einfach. Wow. Und ihr wisst ja, wie es läuft, ne? Aber ich darf nicht vergessen, die Waffe wieder abzulegen. Nicht, dass der mich wieder über den Haufen knallt. Wäre nicht das erste Mal, ne? Also, oh. Obwohl, warte mal, das gibt mir gleich mal die Gelegenheit. So. Also ich sag mal so, wenn er noch ein paar von so einen Lockaufgaben hätte, wäre das schon halt echt nett von ihm, ne? Uns das Leben nicht so schwer zu machen. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass der vielleicht ein bisschen zu viel will. Ne? Ein bisschen zu viel Macht. Ein bisschen zu viel Geld. Grüß dich. Tschüss. Und naja, am Ende muss er trotzdem dran glauben. Ja, möglich. Weil am Ende vom Tag, auch wenn Papa uns noch ein bisschen, naja, mit Geld versorgt, sagen wir es mal so, am Ende werden wir oben stehen, würde ich mal annehmen. Vielleicht verarscht er uns auch, der Alte, oder ist wieder paranoid oder sowas, keine Ahnung, ne? Und dann muss er halt dran glauben, dann gehört die scheiß Stadt eben uns. Ich meine, da wir sowieso jeden Job selber machen, ist das vielleicht auch gar nicht mal das Schlechteste. So, wow. Warum rauchten die Karre so? Also so krass am Arsch kann die doch noch gar nicht sein. So, Vorsicht, Vorsicht. Hier haben wir den Weg. So, mein Freund, ich bin wieder da. Wer noch? Crazy 69? I don't know what I did wrong in my past life to deserve you. Ray, you're 40 years old and you have no idea what's really going on. I don't know how you've gotten this far. I don't know how somebody hasn't put a bullet in your mother Teresa head yet. Hey, watch your mouth, Leon. I can't believe we're having this fucking conversation. What, are you gonna run to mommy? Are you gonna jump on daddy's knee? Ask for a wet kiss? Hey, Tony! Freeze! Whoa, whoa! Easy. Meet my new partner, Mr. Hip. He's gonna make sure I do everything by the book. Tony Cipriani, Ray Machowski. He's with us. Hey, we're gonna go fight organized crime now. You run along to the precinct, fill out a report. You're a good kid. Let's go, Tony. Piece of shit, Leon. Aber doch nicht damit. Ich wollte gerade sagen. Jetzt sag mir aber bitte nicht,
Die sind in der ganzen Stadt verteilt. Gut, ich wollte gerade sagen, Mafia-Jagd. Das hat sich so angehört von... Lol, sind die da oben auf der Brücke? Ich meine, wir sind ja selber irgendwie, ne? Also... Ach, leck mich doch am Arsch, Alter. Jedes Mal, wenn es um Zeit geht... Und dann muss ich hier mit diesem verkackten Popelding auch noch rumfahren. So. Ich hoffe, das ist die richtige Straße und ich krieg da gleich so viel wie möglich mit. Ach lol, die sind hier alle im Park oder was? Ich wollte gerade sagen, habe ich nicht noch eins für weiter? Du musst die vor... Was? Ich muss die mit dem Katana legen, aber die sind doch... Das ist ja... Okay, die sind aber anscheinend nicht bewaffnet. Ja. Hä? Wollte gerade sagen, hier war doch noch einer. Aber kriege ich das denn jetzt überhaupt hin? Okay, wenn die alle im Park sind, lull. Okay, das ist gut. Und solange die nicht... Ich dachte halt, die schießen sofort auf mich. Halt, war da nicht da oben noch einer? Okay, die haben Beile dabei. Ist der unter mir? Hier irgendwo? Oh, wo ist denn der Typ jetzt hingelatscht? Halt. 9. Ich meine, kann ich das jetzt überhaupt noch schaffen, wenn ich die vorher anders platt gemacht habe? Bis 21 Uhr, ne, war das. Ich hab hier nicht mal 10 Leute. Das hätte ich mal vorher wissen müssen. Komm, laufe, 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 laufe. Hä? Hab ich doch. Spawn da vielleicht noch ein paar von den Familienmitgliedern nach? Ja, 17, lol. Okay, da ist noch einer, aber das schaffe ich halt bis 21 Uhr nicht. Ne. Toll. Muss ich nochmal machen. Können nicht vielleicht gleich mal 2, 3 kommen und nicht bloß immer einer? Es lag halt wirklich daran, dass ich... Ach, scheiße. Hä, hier war doch gerade... Ja... Toll. Ja, scheiße, da kommen die Bullen wieder. Ich meine, jetzt hier muss ich nicht wirklich neu laden, ne? Das ist auch so einfach machbar. 2 Sterne werde ich so oder so haben. Scheiße. Obwohl das halt wieder nervig ist, ne? Shit. Konnte ich ja nicht riechen, dass das dann so einfach wird. Ich hoffe einfach mal... Wow, ich hoffe einfach mal, um ehrlich zu sein, dass ich da jetzt noch einen Stern habe bei ihm. Zumindest kam mir das so vor, dass da immer einer war. So, hier gemütlich runter. Nö, aber wisst ihr was, das haben wir ja auch noch nicht. Steig doch mal jetzt ab von der Karre hier, Mann. Ich möchte sagen, ich habe auch schon mal alle 100 gesammelt. Aber
um ehrlich zu sein, war das halt mit Nachgucken. Ja, da gab es ja auch Sammelgegenstände bei San Andreas oder so. Bloß in der Originalversion, im Remake für die PS4, Remake, Remastered für die PS4 war es, glaube ich, gar nicht mal so der Fall gewesen. Ja. Da hatte ich, glaube ich, diese Sammelsachen gar nicht. Da gab es auch Muscheln und sowas. Habe ich zwar auch alles gemacht, aber naja, nicht so wirklich auf vernünftigen Wege das selber zu sammeln. Ich habe es versucht. Das mache ich meistens bei solchen Sachen, aber das dauert halt ewig lange, bis du überhaupt mal was findest. Oder manche Muscheln auch in einem Gebiet, wo du sofort 6 Sterne kriegst. Naja. So, ich hoffe mal, sobald ich hier drinne bin, dass die Bullen mir nicht auf den Sack gehen. Weil die schießen auf jeden Fall. So, tschüss. Das waren halt die 3 Minuten, die noch gefehlt haben. Waren das jetzt 21:20 Uhr? Hä? So, der ist auch weg. Der da oben kommt hoffentlich von alleine runter. Ich weiß nämlich ehrlich gesagt nicht, wie ich da hinkomme, beziehungsweise es dauert mir das zu lange. Ist halt schön, dass die auch ankommen. Aber wie ich den da oben wegkriegen soll, keine Ahnung. Das Gute ist bloß, die spawnen halt auch nach. Diesmal müssen wir es ja schaffen. Diesmal habe ich ja den Fehler nicht begangen. So, der andere Typ, wenn er das sieht, müsste er eigentlich von der Seite angescheißert kommen. Genau wie der. Oder auch nicht. Ich flüge mich mal eine Runde durch. Die Bullen lassen mich Gott sei Dank noch in Ruhe. Aha, der blöde Stern ist weg. Das ist scheiße. Hä? Alter! Das will ich mal nicht treffen, ne? Der ist weg. Ja, die da oben brauche ich halt gar nicht versuchen. Das Ding ist bloß, ich habe jetzt nicht mehr gesehen. Oh, der Stern ist wieder da. Schön. Ich habe jetzt ehrlich gesagt nicht mehr gesehen, bis wie viel Uhr ich Zeit hatte. So, kommt der andere auch an die Scheiße. Das ist sehr schön. Einmal Kebab bitte. So. Aua. Oh, ich wollte gerade sagen, hat der mich mit dem Ding umgebracht? Das wäre ja scheiße. Okay, ich brauche bloß noch einen Hit, ne? Oder zwei. Lol. Wie einfach. Das ist doch mal ein kleines, schönes sportliches Gerät, oder? Schön. Ich würde zwar gerne wissen, was der noch so für uns hat, aber da das wieder eine Kackmission werden könnte, ich weiß, die Folge wird wahrscheinlich dann bloß, naja, nicht so lange sein. Sollte aber auch okay sein. Dadurch, dass das sowieso ein paar Mal nicht gepasst hat, ne? Weil ich ja mal gesagt habe, so zwischen 25 und 30 Minuten und die meisten sind, glaube ich, eher so zwischen 20 und 25 Minuten. Aber wir kommen halt echt gut voran, ne? Wir kommen halt echt gut voran. Deswegen, das Spiel ist dann doch kürzer, wie ich dachte. Ich hoffe, das wird dann einfach mal okay sein. Sollte normale Folgenlänge sein. So, dann speichern wir hier nochmal eine kurze Geschichte. Und würde sagen, vielen Dank fürs Zusehen und wir sehen uns dann morgen zu einer weiteren Folge wieder, wo ich dann hoffentlich ein bisschen frischer wieder sein werde. Also bis denn, ciao, ciao.